So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play One Piece Unlimited Cruise 2. Wir können den Klimataktstock herstellen. Das heißt, Nami kriegt eine neue Sprungattacke. Okay, gut. Das war auch schon alles. Ich habe ein bisschen gesammelt und trainiert und so weiter. Das heißt, unsere Items, die wir dabei haben, immer auch die drei Skyfische. Ja, aber das Lager ist ein bisschen voller. Und Lysop habe ich, glaube ich, jetzt komplett fertig trainiert, bis auf seine 3A-Attacken. Glaube ich, habe keine Ahnung mehr. Möglich. Keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall jetzt den ersten Boss der Himmelsinsel, der Schwebeinsel. Entschuldigung. Zack. Ne, warte, ich muss hier. Ist es egal, wie rum ich gehe? Ich gehe mal hier lang. So, mit den blöden drei Skyfischen. Die waren echt schlimm. So, moin. Und ich habe festgestellt, Nami. Ah genau, da habe ich die normale Sprungattacke gelevelt. Nami hat Dieb in Level 5 auf Wirbelsturm 25. Das heißt, aktuell ist unsere maximale Technikstufe 20, wie man hier unten sehen kann. Und es geht einfach noch höher mit noch weiteren Spielverlauf. Das will ich mir nicht antun. Warum geht das so hoch? Das macht mich fertig. Naja, wir machen nur den Spielverlauf, das reicht. So, Gabriel macht seine Monsterkugel. Und die Brücken öffnen sich. Stand da gerade einer unten? Der Typ schon wieder. Drei Schwerter, komm, komm, Teufels. Hammerjets und 200 Pfund Kanone. Das juckt die nicht. Oh. Was ist das? Ein Gruppenausflug? Das würde nichts bringen, einzig gegen sie zu kämpfen. Lass sie uns von der Brücke stoßen. Und die vier. Ich meine alle von euch. Ach, direkten Kampf. Gegen die Pazifista. Oder wie? Ja, neue Technik. Cool. Lass sie uns einfach ein für alle Mal erledigen. Wir müssen schnell sein, sonst wird es schwierig. Also wie ihr gerade gesehen habt, dieses Mittelding, das lässt sich in vier verschiedene Öffnungen jetzt betreten und verlassen. Und... Achso, ich wollte Nami kurz spielen. Weil... Wir müssen... Oh, fuck, von hinten... Hinten stehen auch zwei. Genial. So, genau, ich brauche die Teile. Einen Moment. So, es geht weiter. Wir. Oh, Alter, die machen so Damage und dann sind es auch noch 5 Stück. Okay, aber wir kriegen die geheimnisvollen Teile. Ganz. Oh! Ganz gut. Au. Ganz gut. Und zwar mit nahezu 100%. Mit 100% Diebstahlrate. Okay. So, ich mache irgendeine Attacke gegen einen einzelnen. Scheiße, ich wollte eigentlich gegen die drei machen. Aber gut, klatschen wir erstmal den einen weg. Und gucken wir uns doch mal die. Oh, okay. Ihn hat's zerlegt. Dann passt es. So, dann nehmen wir doch mal. Keine Ahnung. Zoro mit seiner neuen Spezialattacke. Also dieser gerade Gruppentech. Warte mal, es sind nur noch zwei? Die sind echt alle runtergefallen. Au. Okay, wir auch fast. So, ich mach die Schüttelattacke. Ist jetzt nicht die neu gelernte Attacke, aber hoffentlich auch eine effektiv. Nein. Da war Nami irgendwie besser. So, ja komm, flieg runter. Flieg runter. So. Nein, ein Stückchen. Rutsch nach hinten. Ja, man kann die echt runterschubsen. Wie cool. Okay, das macht den Kampf natürlich viel erträglicher. Weil wenn das hier so 5 Pazifista sind. Hui! Runter mit dir! Plupp! Cool. Echt cool. So. Ist denn alle in Ordnung? Ja, aber was ist mit dem Typen? Wie viele davon gibt es? Er könnte doch mal wiederkommen. Wir sollten darauf vorbereitet sein.
sind wir natürlich immer. So, auf zum ersten Boss. Ich glaube, auch angeschlagen werden wir das noch packen. Ich habe leider wieder keine Ahnung, was uns da erwartet. Ein Samenkorn. Ach scheiße, den habe ich ja voll vergessen. Bellamy. Und? Don Flamingo. Der Puppenspieler. Du gehst mir mächtig auf den Keks. Bis dann. Okay, doch nicht Bellamy, der war nur angefaked. Eine neue Ära bricht an. Ich glaube, der kommt durch Don Flamingo Spezialattacke. Da hupft dann ein paar Mal Bellamy durch den Schirm. Was ist das für ein Typ? Pass auf, der führt was im Schilde. Mir doch egal, wenn er uns in die Quere kommt, mache ich ihn einfach fertig. Du hast Bumm, das muss man dir lassen, Strohhut Ruffy. Aber während ihr Narren um diese Insel schleicht, kommt die neue Ära immer näher. Was soll bitte näher kommen? Wir stehen kurz vor einer Welt, in der nur echte Piraten überleben können. Die neue Ära wird von einer unkontrollierbaren Flut mitgebracht. So, den packen wir nicht in Stücke, weil er weicht auf. Ah, okay. Der beginnt direkt mit der Spezialattacke. Das sollte ein Bellamy sein, oder? Was ist das? Mein Körper bewegt sich von selbst. Ach nein! Unsere eigenen Mitglieder kämpfen gegen uns. Scheiße! Oh, das ist ja... Oh nein! Ich habe keine Heilungssachen. Warum kämpfen wir jetzt gegen Lys? Ich glaube sogar, wenn wir die besiegen... Ja, wenn wir die besiegen, dann fliegen die auch aus unserem Team. Also wenn wir jetzt mal kurz überprüfen. Ich drück mal kurz die Wechseltaste. Okay, Lysop ist weg. Au. Dann sollte ich eigentlich direkt zu... Scheiße, Chopper wechseln. Oh, es ist so ein... Genial. Blöd nur, dass er jetzt so viel aushält. Ich wechsle zu Chopper. Wir machen direkt unsere beste Spezialattacke. C und A. Zack. Mit super viel SP. So, der kriegt jetzt auf die Fresse. Ich habe halt leider echt keine Ausdauer-Dinger. Ne? Ja, Lysop, du kannst eh nix. Scheiße. Warte, wenn ich jetzt... Nee, das bringt nicht so viel. Ich mach die normal 2A-Attacke, wenn wir irgendwann mal zum Zug wiederkommen. Aua! Oh, nee, jetzt kommt noch eine... Jetzt kommt Bellamy. Oder er wechselt aus? Er wechselt aus. Auf wen hat er jetzt keinen Bock? Sanji! Sanji, warum? Wir sind keine Notration! Jetzt könnte ich nachgucken, wie viel Leben der... Oh, wir haben Sanji kaputt gemacht. Ups. Wen nimmt er jetzt? Sanji ist kaputt. Er holt sich Ruffy. Oh. Und Bellamy. Stimmt, jetzt kommen beide. Ey, der Puppenspiel. Ey, es ist ein schwerer... Also... So ganz... Aua! Ich komme gar nicht zum Angreifen. Ich muss irgendwie ausweichen. Aber es kostet so viel SP. Nein! Ich muss ihn irgendwie mit Spezialattacken besiegen. Oh, es ist heftig. Mann. Hätte ich was zum Heilen dabei, wäre es gut. Und Ruffy ist tot. Und das heißt, er wechselt direkt aus. Direkt der Nächste. Ey, es ist so ein Scheiß. Brook, warum? Aua! Nein! So, okay. Unser Effekt ist vorbei und jetzt gucken wir mal die Mitglieder an. Tatsächlich, die sind alle tot. Wir töten unsere eigenen Mitglieder. So, aber eigentlich kann er an sich ja nichts. Das heißt, wenn wir alle Mitglieder getötet haben und Franky ist als einziger noch übrig, dann kann er auch keine Mitglieder von... Ja gut, dann kann er noch einen Bellamy rufen. Aber keine weiteren Mitglieder.
Was macht er jetzt? Bellamy nochmal. Oh, scheiße. So, Alter! Bellamy bleibt länger. Ach du Scheiße. Ich hab's Gefühl, wir packen den Kampf nicht so ganz. So, verpiss dich mal, Brook. So, Brook ist tot, das heißt, jetzt kommt Zorro oder so. Ne, Chopper. Und Bellamy. Es ist so eine Verarsche. Ich hätte Heiltränke. Ich wollte mir noch welche machen, aber es kam nicht dazu. Oh Gott. Nein. So, okay, toll. Wir haben jetzt noch Robin und Zorro. Ich lasse ihn kurz Zorro einwechseln, wenn Chopper tot ist. So, wechsel mal zu. Aber wenn es zu wenig sind, wechselt er gar nicht mehr. Okay, wenn es zwei sind, wechselt er nicht mehr. Da hat so viel Ehre hat er noch. Oh, 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 okay, vergiss es. Ah, wechsel doch. Ne, Bellamy. Es schmerzt. Nee, Bellamy bleibt nur... Diesmal war der nur ganz kurz. Ich mach die Sprungattacke. Okay, da kann er zu gut ausweichen. Ey, was stimmt mit dem Typen nicht? Du Pinker. Voll Spaß. Ja, ich... Au. Wie hat das mit dem Tritt gerade noch hingehauen? Oh, nochmal Bellamy. So eine Scheiße. Weg, 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 weg. Okay, er greift irgendwie nur einmal an. Ich wechsle mal zu Zorro schnell. Ja, okay, klappt super nicht. Er weicht die ganze Zeit aus, was ist das? Alter, er weicht zu gut. Und dann dappt er auch noch. Was ist das denn für ein Pisser? So, aber doch, Zorro klappt besser als... Schnell, hau ab, hau ab, hau ab, Zorro. Fuck. Fuck. Okay, Zorro ist tot. Dann haben wir jetzt noch... Robin. Ach, scheiße, er ist immer noch da. Fuck, fuck, fuck. Warte, dann belebe ich mal schnell... ich glaube, Frankie ist die beste Wahl. Flip Frankie. Au, und. Hey, ich drück doch CA. C schütteln? Robin, warum kannst du keine Attacke? C schütteln klappt, okay. So, 100 Dinger, riesen. Oh ja. Einmal krieg ich's noch raus. So, vielleicht packt es Robin auch an sich, außer er macht so einen scheiß Ausweichen-Move. Und da ist wieder Bellamy. Oh, nee. 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 Er ist so schnell. Warum? Hau ab. Geh weg. Oh, ich bin voll reingerannt. Okay, Frankie. Unsere letzte Option. So. Der Master Nail ist einfach gut. Master Nail. Oh, knapper Kampf, aber... Also von der Idee her, genialer Bossfight. Jetzt haben wir halt keine Erholungsmedikamente mehr. Aber... Wir haben es geschafft. Das war euch, glaube ich, dann auch... Ich weiß nicht, die Bossfights sind im Vergleich zum ersten Teil so viel schwerer. Ich glaube, das liegt nicht mal an der Schwierigkeitsstufe, sondern einfach an der... Wirklich Komplexität der Bossfight. So, wir kriegen die letzte Komponente. Die weiße. Und dann heißt es Grinding bis zum... Geht nicht mehr. Und auf jeden Fall jetzt noch Leben zum Schiff zurückkehren. Hm. Was ist los, Gabri? Du hast Angst vor dem Ding, richtig? Stimmt das? Ja. Ich weiß, wie du dich fühlst. Im Gegensatz zu den anderen bin ich auch nur eine normale Person. Ist so. Ehrlich gesagt, gab es eine Zeit, in der ich einfach nicht mehr mit ihnen zusammen sein konnte. Und aufgrund eines bestimmten Vorfalls verließ ich die Crew. Du hast die Crew verlassen? Echt?
Jo, aber irgendwas hindert mich daran, sie für immer zu verlassen. Eine Freundin von mir riskiert ihr eigenes Leben, um den Rest der Crew zu retten. Aber natürlich war ich immer noch völlig nutzlos und stand jedem im Weg. Dann sagte mir ein Angeber, ich mach, was du nicht kannst und du machst, was ich nicht kann. Wer nennst du hier einen Angeber? Und ich konnte ein bisschen stärker werden, um meinen Freund zu retten. Gabri, mach dir keine Sorgen, du hast doch uns. Wenn du in Gefahr bist, helfen wir dir. Also konzentriere dich einfach auf das, was du kannst. Stärke ist dazu da, um jemanden, der einem wichtig ist, zu helfen und nicht um Leute umzuhauen. Ich muss mich auf das konzentrieren, was ich kann und um die zu beschützen, die mir wichtig sind. Ich habe Freunde an meiner Seite. Ich werde also nicht verlieren. Ich kann nicht verlieren. Es baut einfach so schön auf die Serie auf. Auch für Leute, die die Serie jetzt nicht gesehen haben. So schön. So, Frankie, Last Man Standing, du bist mein Held. Ach, man kommt doch zu der Kanone in der Mitte. Dann sieh mal eine an. Okay, da müssen wir jetzt aber nicht hin. Wir müssen einfach nur überleben. So, jetzt frage ich mich echt noch, was der letzte Boss in petto hat. Und wer es sein wird. Die aus dem ersten Teil kenne ich noch so gut und die aus dem Teil nicht mehr so. War das gerade eine goldene Frucht? Nee. So, aber ja, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, die Insel zu erkunden. So, jetzt mit den neuen vier Festungsgittern, die runtergekracht sind. So, kochen können wir. Ja, das ist das übliche halt. Medikamente, das übliche halt. Entwicklung. Wir hätten das Material, aber reicht noch nicht. Oh, hier brauchen wir auch nochmal geheimnisvolles Teil. Hochwertiges Eisenerz. Das müssen wir auch mal so langsam bekommen. Okay, ich würde doch vorschlagen, Medikamente machen wir uns ein paar. Doppelwirkungs? Ja, machen wir gleich Doppelwirkungs. Das braucht ja fast die Teile wie vom normalen Ausdauer- und Dingstrank. 20. Ne, machen wir mal 10. Aber wir haben 3 drin. Wait a second. Wir hatten Heiltränke? Ach scheiße, die waren da unten. Okay, tun wir sie einfach da hin und dann passt es. So, füttern können wir. Ich warte mit dem Füttern noch. Ich muss erstmal gucken, was das nächste Samenkorn braucht. Ein Rauchtotenkopf. Cool. Das ist auch neu. So, ich möchte jetzt nochmal ein bisschen als Sanji spielen. Mit seinen Attacken. AA und AAA. Mit seiner Sprung-Sprint. Keller-Eintopfschuss. Ah! Ja, machen wir mal den Eintopfschuss und Hackfleisch und so. Ah, okay, das ist nochmal so ein extra Dash nach vorne oder auch nicht. Er schießt auf uns, ne? Ich schieße. Schießt das? Okay, irgendwie nicht. Zum Glück nicht. So, das sind immer noch die Stacheligen. Bam! Also ein bisschen in die Luft gehauen. Ja, ist okay, die Attacke. Boop. Also, wirkt schon lustig. So. Jetzt aber weiter zur Festung. Das Samenkorn soll ja irgendwie dann. Ich glaube, das ist dann so oben in der Mitte oder so. Okay, da kann man nicht vorbei. Achso, das war jetzt erstmal linear, oder? Boss, angeln. Karte nur 1,5. Oh!
Oh, okay. Moment, Moment, Moment. Erstmal zu den oberen. Bam. 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 Oh, schön in die Fresse. Bam. So, warte, ich soll den anderen abvisieren. So, der will nochmal. So, jetzt ihr. Eigentlich eignet sich da super die Schüttelattacke, aber haben wir schon voll. Also, die Sprintattacke. Bam. Boop. Boop. Hast du noch nicht mal Level 2? Boop. Zählt das jetzt wegen dem Schild nicht, oder warum? Ist ja mies. Warte nochmal. Bam. Bam. Ja, jetzt Level 2. Keiler ein... Keiler. Habe ich vorhin Keller gesagt? Keiler. Ach, keine Ahnung. Keiler Eintopfschuss. Huh. Bum. Bum. Ja, flieg mal runter. Ja, das ist auch super, um die Pazifistas runterzuschmeißen. Bum. Bum. Weiter geht's. Und bam. So, das Schildchen brauchst du nicht. Au. Bam. Was ist das da oben für eine Fläche? Und da kriegen wir was, eine neue Attacke. Schulter. Kickt Gegner von oben nieder. So, bleib weg! Hau ab! Und. Wie dumm der läuft. Immer nach vorne! Hit, zack! Zack! Und der fliegt. So, noch zwei. Der fliegt. Gleich nicht. Doch. So, der letzte. Und direkt in die nächsten Gegner. Scheiße. Dann machen wir einfach die normalen drei Attacken. Obwohl. Oder das da. Das gibt ein bisschen mehr Damage. So, jetzt weiß ich nicht. Ist das so ein normaler Pazifister, der dann nochmal... nochmal zerbricht, oder ist es jetzt eine andere Version? Die scheiß Klondinger. Okay, ich komme nicht drauf. Aber man kann super seine Attacken leveln. Naja, nee, geht normal kaputt. Er ist ein bisschen schwächer als jetzt zum Beispiel der, den wir auf der zweiten Insel getroffen haben. Und da ist nochmal einer. Super, jetzt spawnen die in Dutzenden. Und hier ist bestimmt eine Bombe drin. Yep. Also irgendwo. Oh nein, meine Ausdauer. Hier ist bestimmt keine Bombe drin. Genau. Drei ganze Diale. Okay. Und nochmal eine Bombe. Okay, super. Es war eine Trap. Das war's. Zack, euch klatschen wir gleich runter. Yes! So. Ey, wenn aus euch allen Pazifister werden. Ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Bam! Und den letzten. Zerdappen wir. So, ganz einfach. Hier geht's jetzt. Einmal runter. Aha. Aha. Ah, okay, man kann hier einfach so runterfallen. Gut. Auf Geländer kann man sich nicht verlassen. Und hier kommen dann wieder die Engelstypen. Ich weiß nicht, kommt dann nochmal was von Enel? Oder. Haben wir einen Samurai der Meere noch nicht gemacht, der noch kommen könnte? Hatten wir Whitebeard schon? Gibt's den? Ich weiß gar nicht mehr, ob es Whitebeard gab. Aber Whitebeard, das wäre doch super als Endboss. Ich tippe mal auf Whitebeard. Ich weiß es echt nicht mehr, wer hier der. Also der zweite Boss der Insel ist. Vielleicht ist auch noch ein Secret Boss oder. Scheiße, es gibt ja noch mindestens 4 Secret Bosse. Und hier treffe ich keinen, wenn ich so weitermache. Also, ohne anvisieren. Einfach ein bisschen kicken und jumpen und jumpen und kicken und eine Spezialattacke aktivieren. Genau. Bam. Das hat wieder mal scheiße getroffen. Aber egal.
So, genau, jetzt sind wir auf der anderen Seite von diesem Käfer-Auernetz. Flieg du mal rein. Okay, ich habe mich selbst reingeschmissen. Super. Da hatte ich zu viel Bewegung. Das war ein schöner Treffer. Okay. Da können wir später drüber, oder jetzt auch drüber laufen. Kann hier drüber. Scheiße, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich lang muss. Ist jetzt eine echt gute... Ich glaube, hier war sogar der offizielle... Oder nicht? Oder hier? Ach, guck mal, ein Blitzke... Die gibt's doch. Nein! Shit. Okay, die Blitzkäfer kann man hier aber doch fangen. Okay, dann kann man gar nicht die Spinnen fangen. Dann macht man die irgendwie später im Staubsauger kaputt. Nee, wir können die ja erst jetzt kaputt machen, nachdem wir die Tore geöffnet haben. Würde ich jetzt mal tippen. Oh, und hier kommen ganz viele. Oh, hier kann man gut leveln eigentlich. Wäre der Ort nicht so weit entfernt. Und das ist einfach nur... Okay. Gut, wir haben wieder eine einheitlichere Karte. So, swoop. Hoch da. So, hier kommen... Moment mal, ich weiß zwar nicht, wo... Der... Oh Gott, von wo schießt der? Von wo hat da was geschossen? Ich blick's nicht. Aber irgendwas kann da schießen und uns treffen und deswegen sollen uns die Augen nicht angucken. Ganz einfach. Und zack! Und nochmal eine Runde. Gut, ich glaube, dass die andere Sprintattacke war ein bisschen besser zum Treffen. Ich weiß nicht warum. So ist mein Gefühl. Oh, wobei, die haben ja auch schon Level 6, also. Ganz gut. Ganz gut, ganz gut. Zack. Und einen Sprung mache ich noch. Hup. So, mir reicht es jetzt aber hier, weil hier können wir nicht weiter. Jo. Wir müssen außen lang. Komm, ich will noch ein neues Rezept mitnehmen für die neue Spitzhacke. So, machen wir kurz einmal die Attacke. Da ist er! Oh nein, mein Falter! Der gibt übrigens einen ganzen Goldpunkt, wenn man den... wenn man den verfüttert. So. Ist kaputt. Oh, Maulwurf! Haben wir, glaube ich... Haben wir noch nicht gefangen, ne? Wir brauchen dein pures Eisenerz und... Dich! Wir haben dich lieb! Komm zu uns! Scheiße. Das... Au! Der ist zu schlüpfrig. Ich will mich nicht anschleichen. Hau doch nicht von mir ab. Scheiße. So. Neue hat aber kein pures Eisenerz gedroppt. Schade. So, hier können wir auch wieder nicht weiter. Jetzt weiß ich gerade nicht ganz, ob wir den Elektrokäfer fangen müssen. Oder vom Maulwurf pures Eisenerz brauchen. So, wir brauchen für die Entwicklung. Wo ist es denn? Anleitung? Entwicklung? Wir brauchen hier verbesserte Fallen irgendwie. Müssen wir zweimal herstellen. Wo wir das Rezept herbekommen? Keine Ahnung, weil wir brauchen für 20 verbesserte Fallen, dass wir Stufe 4 Spitzhacke herstellen können. Und auch dann eventuell das neue Fangnetz oder was auch immer. Aber Hauptsache die Spitzhacke. Jetzt ist das Problem, wir haben entweder ein Rezept nicht oder Zutaten nicht. Oder beides gar nicht. Also können wir hier sogar gar nicht weiter und müssten euch wegklatschen. Ne, und müssten...
ich brauche den Elektrokäfer. Obwohl, das gibt mir ja dann auch nur ein Medizinsrezept und kein... Ich bin verwirrt. Oder muss ich eine Schatzkarte wieder... Ich glaube, die Pazifist... Wie sieht es denn schatzkartentechnisch aus? Drei Stück fehlen. Eins kriegen wir auf jeden Fall von dem Pazifister. Das weiß ich noch. Robuste Falle. Ah. Okay. Plan für eine robuste Falle. Scheiße. Ja, okay, die... Ich hab's rausbekommen, wir brauchen die blöden Schatzkarten. Zumindest die erste. Gut, das heißt, nächsten Part gehen wir auf Schatzsuche. Plus müssen noch mindestens einmal den süßen Saft suchen. Da ist wieder ein Pazifista. Und kann man hier was bauen? Hä? Ach, hier geht's gar nicht hoch. Warte. Zack, machen wir noch einmal die Spezialattacke, wenn wir schon hier zwischen ein paar Gegnern stehen. Das war schön. Oh. Eisenschrott. Meins. Gut, nee, dann haben wir es. Ja, irgendwie geht's hier hoch, aber irgendwie auch nicht. Nö, kann ich nicht hochjumpen. Dann. Ja, suchen wir im nächsten Part die. Den Bauplan für die Falle. Holen uns süßen Nektar. Indem wir nochmal auf die zweite Insel gehen. Oh, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht, dass sie die blöden. Blöden Dings brauchen. Schatzkarten. Na gut, haben wir ja auch im vorigen Teil gebraucht, ne? Für die. Den Staubsauger. So, ich guck mal, vielleicht kriege ich den Schmetterling da hinten noch. Das war ein schöner Abschluss. Yes! Eins wieder Goldpunkt. Regenbogenphönix. Ja, chillt. Chillt. Oh. Fuck. Aber ich bin da bin ich zu schnell gerannt. Nein! Okay, aber einen haben wir bekommen. Ich habe nicht gedacht, dass er so schnell noch ein zweiter wäre. Okay, Goldpunkte farmen geht eigentlich relativ entspannt mit den Phönixen und mit den goldenen Äpfeln. Dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.